Hallo Nathalie, du wünschst dir einen schönen Flechtzopf fürs Felix Oktoberfest heute Abend. Okay. Da empfehle ich dir einen Bauernzopf, aber allerdings in einer sehr lockeren Variante. Nicht zu streng, aber trotzdem sehr haltbar, dass du die ganze Nacht keine Sorgen um deine Haare hast. Sehr schön. Also den vorderen Teil der Haare haben wir jetzt abgeteilt, da der nachher einfach locker in den Zopf geschwungen wird. Der Hinterkopf wird leicht antupiert und geflochten. Nachdem wir den Hinterkopf tupiert haben, greifen wir die Haare locker im Nacken und beginnen mit dem Flechten. Den Gummi versteckt man am besten mit einer übrig gebliebenen Haarsträhne, die man unterhalb mit einer Haarnadel fixiert. Für den natürlichen Look stecken wir die Strähnen, die wir vorhin locker am Vorderkopf abgeteilt haben, einfach über dem Zopf fest und verstecken das Ende. Den Zopf zupft man leicht auf und so sieht es dann ganz natürlich und lässig aus. Man kann die Haare dann mit Haarspray zum Schluss akzentuieren. Kontrolle drüber ist und vor allem die Haltbarkeit besser gewährleistet wird. So, die Frisur ist fertig fürs Oktoberfest. Es ist auch sehr haltbar durch das Haarspray und mit verschiedenen Haarnadeln nochmal festgemacht, dass Nathalie die ganze Nacht Freude haben wird mit dieser Frisur. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Sehr schön, vielen Dank. Sehr gern. Nathalies Haare waren jetzt perfekt für diesen Zopf, da sie sehr griffig waren. Sollten sie feineres Haar haben, es ist auch nicht schlimm, da gibt es verschiedene Mittel, zum Beispiel Hairpauschen von Aveda. Das gibt man einfach drauf, da werden die Haare etwas griffiger, dicker und dann ist es auch sehr leicht, die Haare zu einem Zopf zu schlingen. Das ist auch halt. Das ist unser zweites Modell für das Oktoberfest heute. Die Haare hat sie ja schon super schön. Jetzt bin ich gerade dabei, das Make-up zu gestalten. Vorhin haben wir schon mal ein bisschen den Ton verfeinert, was bei ihr echt ganz dezent nur nötig ist. Jetzt bin ich gerade bei den Augen. Habe angefangen, das Augenlid mit einem sehr hellen Ton. Zeig dir nochmal. Recht hell. Habe ich das Augenlid etwas ausgeblendet. Normalerweise, also natürlich fängt man erst mit dem schwarzen Eyeliner an, den man hier unten sieht. Ich zeige es jetzt nochmal für euch. Einfach etwas ausblenden, über das ganze Augenlid zuvor schön verteilen. Macht sich auch sehr gut für alles, was danach kommt, weil das Augenlid dann nicht fettige Rückstände hat etc. So kann man dann alles, was danach kommt, sehr schön in der Augenfalte verblenden. So, dann kann man machen, wie man möchte. Man kann einen Eyeliner nehmen, man kann einen Kajal nehmen, je nachdem. Ich habe jetzt mich für den Kajal entschieden, bin dann eben von hier nach außen verlaufend am Wimpernkranz entlang gegangen und habe dann eben diese Kontur gezogen. Das gleiche wie hier. So, jetzt verrat mir doch mal, wie sieht denn dein Dünnel später aus, weil danach orientiere ich mich dann, welche Lidschattentöne ich nehmen werde. Es wird Fliederfarben sein. Fliederfarben, sehr schön. Mit ein bisschen Braun gemischt? Ja, genau. Ach toll, das passt ja richtig gut. Alles klar, dann werde ich mich jetzt ganz kurz besinnen und werde dann ganz tolle Farben raussuchen. So, dann sind wir jetzt beim Rouge angelangt. Nehme ich einen schönen, dezenten, violetten Ton, der super zu den Lidschatten passt. Verblende den leicht. So, jetzt bin ich auch bei dir am Ende angelangt mit dem Make-up. Also ich finde es super schön. Wimpern-Extensions hat ja heute schon die Natascha hier bei uns im Spa gemacht. Gefallen mir super gut. Also ist der Wahnsinn bei deinen Augen. Wirklich sehr, sehr schön. Jetzt heißt es nur noch für dich ins Kleidchen schlüpfen und ich wünsche von meiner Seite ganz, ganz viel Spaß heute beim Felix Oktoberfest. Vielen Dank für das perfekte Styling. Sieht yeah. wunderschön aus. Ja, das ist super wichtig. Hauptsache du fühlst dich wohl. Dann kannst du nur noch schön werden heute Abend. Klasse.